Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Harald Badinger, ich bin Vizerektor für Finanzen und ich darf Sie namens des Rektorats ganz herzlich zur heutigen Ausgabe von WU Matters, WU Talks begrüßen. Thema lautet: Was macht die zunehmende Beschleunigung mit Menschen, mit Organisationen? Das ist ein sehr spannendes Thema, erinnert mich auch ein Buch, wo ich noch mitten drinnen stecke, vom Rüdiger Safranski mit dem etwas kürzeren Titel Zeit, und er stellt darin auch die Frage, was macht die Zeit mit uns und was machen wir aus der Zeit? Also eine durchaus philosophische Frage, hier ein bisschen konkretisiert auf natürlich einen wirtschaftlichen Kontext, und ich glaube, wir kennen das Thema alle aus eigener Erfahrung, und ich glaube auch mit der Digitalisierung wird sich das ganze Thema auch noch verschärfen. Ein paar Worte zu WU Matters. Viele von Ihnen kennen es. Die Veranstaltungsreihe gibt es jetzt mittlerweile seit 2,5 Jahren und sie ist Teil einer Vielzahl von Maßnahmen, mit der die WU ihrer dritten Hauptaufgabe neben der Forschung und der Lehre nachkommt, der sogenannten Third Mission. Und Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es eben, gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante Themen verstärkt ins öffentliche Licht zu rücken und auch für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich will jetzt inhaltlich gar nicht auf das Thema eingehen, da gibt es Berufenere als mich, und bevor ich die Moderation an Kollegen Rössel übergebe, möchte ich noch ein paar bisschen Werbung in eigener Sache machen. Die WU feiert ja im Jahr 2019 einen ganz besonderen Meilenstein in ihrer Geschichte, vor 100 Jahren, um genau zu sein, per Gesetzesbeschluss vom 21. Oktober 1919 wurde die K&K Exportakademie zur Hochschule für Welthandel und damit auch die Forschung eigentlich zentraler Bestandteil der WU. Und um dieses Jubiläum zu feiern, hat sich die WU etwas Besonderes einfallen lassen, nämlich das Motto 100 Jahre Forschung. Und unter dem Motto 100 Jahre Forschung laden wir die interessierte Öffentlichkeit ein, also Sie alle letztlich, Fragen zu stellen, die Sie besonders interessieren, Fragen, die dann von WU-Faculty, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beantwortet werden. Und da gibt es eine eigene Homepage, durchgeschrieben, 100 Jahre Forschung. Wenn Sie es googeln, werden Sie es auch schnell finden. Sie können dort Ihre Fragen formulieren, Sie können dort auch ein Video mit Ihren Fragen hochladen. Heute nach dieser Veranstaltung auch draußen im Forum ist das WU-TV anwesend. Auch dort, wenn Sie inspiriert sind von der Veranstaltung, können Sie auch gerne dann gleich Ihre Fragen aufnehmen, und die originellsten und spannendsten Fragen werden dann auch beantwortet. Über 20 sind schon Online-Fragen und die Beantwortungen. Schauen Sie mal auf die Homepage, ich glaube, das ist eine sehr spannende Sache. Damit möchte ich Sie auch nicht weiter sozusagen fernhalten von der sicher spannenden Diskussion, die gleich kommt, und ich übergebe die weitere Moderation an Kollegen Rössel. Ja, vielen Dank, Herr Vizerektor, für die Einführung und für die Einbegleitung dieser Veranstaltung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Vorstand des Instituts für KMU-Management darf ich Sie sehr herzlich hier auch begrüßen, und ich darf mit zwei organisatorischen Vorbemerkungen beginnen. Zum einen, wir werden im Laufe der Veranstaltung einen kleinen Quiz organisieren, und dafür darf ich Sie bitten, dass Sie sich dann auch ins WLAN einwählen und dann auch die aufgelegte Internetseite sich dann aufrufen, beziehungsweise wir blenden es dann auch noch ein. Bei diesem Quiz gibt es nichts zu gewinnen, es gibt nichts zu verlieren. Insofern, sollte es da oder dort technische Pannen geben, glaube ich, können wir darüber hinwegsehen. Der zweite Hinweis ist, dass ich ein wenig die Choreografie, die aus den nächsten 1,5 Stunden Ihnen skizzieren möchte. Zum Ersten werde ich hier starten und mich der Frage widmen, gibt es überhaupt eine zunehmende Beschleunigung? Da möchte ich zwei Anmerkungen gleich sagen. Nicht alles, was ich da sage, meine ich wirklich ernst. Das eine oder andere ist durchaus ein bisschen auch scherzhaft gemeint. Und alle anderen Anmerkungen erheben nicht den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, sondern sie sollen wirklich nur ins Thema einstimmen. Ich darf dann übergeben an die Frau Barbara Kump, die sich mit dem Thema beschäftigen wird, was heißt das Ganze dann für Organisationen. Frau Dr. Kump ist Senior Researcher bei unserem Institut
Und sie wird dann die Stafette weitergeben an Frau Professor Hattag. Frau Hattag war bei uns Senior Researcher an unserem KMU-Institut und ist jetzt Professorin an der Universität St. Gallen. Nach diesen Impulsreferaten wird Herr Kini ist Professor am Institut für KMU-Management und zugleich auch Leiter des Forschungsinstituts für freie Berufe, dann die Moderation der Podiumsdiskussion übernehmen und er wird dann auch die am Podium befindlichen Personen Ihnen vorstellen. Damit darf ich aber sozusagen zu dieser Frage kommen, gibt es überhaupt eine zunehmende Beschleunigung? Und wie gesagt, das sollten einfach ein paar Splitter sein aus verschiedensten Perspektiven. Nun, wir alle kennen den Satz, die Welt dreht sich immer schneller und da muss ich Sie enttäuschen, das ist falsch. Die Welt dreht sich im physikalischen Sinn laufend langsamer. Wir gewinnen jedes Jahr an Zeit. Pro Tag sind es immerhin 17 Nanosekunden, die wir mit jedes Jahr mehr Zeit haben. Also die Sorge, dass wir immer weniger Zeit haben, ist also physikalisch nicht zutreffend. Aber nach dieser eher scherzhaft gemeinten Einleitung zu einem anderen Punkt, der mir bei meinen Recherchen da durchaus als interessant aufgefallen ist, nämlich, dass Menschen offenbar im Laufe der Zeit eine völlig unterschiedliche Perspektive auf das Thema Zeit hatten. Wir finden im Mittelalter beispielsweise ungeheuer viele Beschleunigungsbarrieren, aber wenn man so ein bisschen die Dokumente durchblättert, hat man nicht das Gefühl, dass das die Menschen damals als Problem angesehen hätten. Während erst viel später und bis heute sind wir beschäftigt, Beschleunigungsbarrieren abzubauen, nicht zuletzt, um Transaktionskosten zu senken. Ich bringe Ihnen nur ein Beispiel. Ende des 14. Jahrhunderts gab es im Raum des heutigen Österreichs entlang der Donau 60 Zolleinhebungsstätten. Also was das an Beschleunigungsbarriere ist, glaube ich, kann man sich vorstellen. Dann eine zweite interessante Beobachtung habe ich gemacht, dass nämlich das Thema Zeit dann im 18. Jahrhundert offenbar dann umgewertet wurde. Und zwar in zwei Schritten. Der erste Schritt war, man muss die Zeit produktiv nutzen. Als Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht den Leitsatz von Benjamin Franklin, einen seiner Leitsätze aus 1730. Verliere keine Zeit, sei immer mit etwas Nützlichem beschäftigt. Und dann Adam Smith stellt fest, ja aus heutiger Sicht völlig trivial, er stellt fest, der Output ist nicht nur eine Funktion der Arbeitszeit, sondern auch eine Funktion der Technik, die wir einsetzen, um die Arbeit innerhalb der Zeiteinheit zu organisieren. Und daraus entsteht sozusagen jetzt das Thema, in der Zeiteinheit mehr zu produzieren. Die zweite Beobachtung, die ich bei meinen kleinen Recherchen gemacht habe, ist, dass die Frage der Beschleunigung zerfällt in eine Frage, gibt es eine objektive Beschleunigung und wenn ja, kann man die messen? Und das Zweite, gibt es eine subjektiv gefühlte Wahrscheinlichkeit? Und da habe ich Ihnen auch ein paar Zitate mitgebracht. Ganz besonders gefallen hat mir dieses Zitat von diesem New Yorker Geschäftsmann, der bei einer Rede gesagt hat, dieser W.E. Dodge, der vor etwa 150 Jahren gesagt hat, bei einem späten Abendessen im Kreise der Familie erreicht ihn, nämlich den armen Kaufmann, ein Telegramm und der Arme muss jetzt ein Essen hinunterschlingen, um Antwort zu geben. Ich glaube, das könnte ein Satz von heute sein, wo wir uns darüber beklagen, dass die E-Mail, die wir gerade von unserem Smartphone sehen, dass der Absender erwartet, dass er noch heute eine Antwort bekommt. Also offenbar haben Menschen die Zeit immer als eine sehr beschleunigte erlebt. Und aus dem selben Jahr der Nationalökonom Gustav Schmoller, immer schneller soll es gehen, keine Minute verlieren ist die Losung. Das ganze Leben gleicht einem dahinbrausenden Eisenbahnzug. Also unabhängig von der Frage, ob die Welt sich wirklich schneller dreht, ob wir wirklich ständig beschleunigt sind, das Gefühl, in einer beschleunigten Zeit zu leben, ist kein so neues. Die Frage einer objektiven Messung der Beschleunigung, ich habe hier völlig willkürlich einfach ein paar Indizien zusammengetragen, ein paar Gedankensplitter, die vielleicht doch zeigen, dass manche Dinge ein bisschen schneller ablaufen. 70 Jahre hat es gedauert, bis die Telefonie einen Marktanteil von 50% erreicht hat. Nur mehr 11 Jahre hat das Farbfernsehen benötigt, um
denselben Marktdurchdringungsgrad zu erreichen. Interessant, beim Thema Beschleunigung im Zusammenhang mit Transport sehen wir die Beschleunigung erst relativ spät. 1881 hat es länger als 40 Tage gedauert, etwa 42, 43, um nach Sydney zu kommen von London. 1914 war es nicht viel schneller. 2016, wir kennen das, da sehen wir natürlich eine deutliche Beschleunigung. Im 18. Jahrhundert, in einem Jahrzehnt 200 Patente, Anfang des 20. Jahrhunderts hier 2500 in Großbritannien. Die Story von Facebook und vielen anderen, die ich jetzt nennen könnte, kennen wir alle. März 2004 gegründet, 9 Monate später 1 Million Nutzer, 2 Jahre später 16 Millionen Nutzer. Also die Welt dreht sich schneller, wir haben es mit einer Beschleunigung zu tun. Auf der anderen Seite, wenn wir uns vor Augen führen, 1767, die Erfindung der Maschine, der sogenannten Spinning Jenny. Wozu hat das geführt? Innerhalb von etwa 80 Jahren, habe ich ausgerechnet, war der Produktivitätszuwachs das 280-fache. Also ich glaube, dass man da auch sagen kann, das ist eine beträchtliche Beschleunigung auch damals gewesen. Also diese Beschleunigung, so neu scheint sie doch gar nicht zu sein. Aber heute natürlich im Zusammenhang mit der Informationstechnologie, und der Vizerektor hat es ja schon angedeutet, da blicken wir natürlich dorthin, auf die Frage, sehen wir dort die Impulse der Beschleunigung? Sie kennen das Moore's Law, alle 2 Jahre eine Verdopplung der Rechnerkapazität, und ganz besonders bemerkenswert habe ich das Zitat von einem gewissen Dax Spicer gefunden, der in den 60er Jahren für die Computersteuerung im Mondlandungsprogramm der Apollo-Missionen zuständig war, und der hat gesagt, auch wenn diese Dinge schwer zu vergleichen sind, so kann man doch mit Sicherheit sagen, dass ein typisches Mobiltelefon mehr Rechenleistung hat als der Apollo Guidance Computer. Also ich glaube, das ist ein sehr drastisches Bild, wo wir diese Beschleunigung hier sehen. Ich will Sie jetzt nicht mit solchen Charts langweilen, weil von denen könnte ich Ihnen jetzt, glaube ich, zig davon aneinanderreihen. Sie zeigen nämlich allesamt genau das Gleiche innerhalb dieser IT-Welt. Diese Kurven in dieser Form, hier habe ich wieder völlig willkürlich herausgegriffen, einfach die aktiven WhatsApp-Nutzer seit April 13 bis Jänner 18. Aber wie gesagt, da könnten wir jetzt fast beliebig viele Charts an die Wand werfen, die alle gleich aussehen. Also zum einen, die Menschen haben auch in früheren Zeiten das Gefühl gehabt, dass sie in einer beschleunigten Welt leben. Und wir haben Indizien für eine Beschleunigung, aber ich erinnere noch einmal an das Thema der industriellen Revolution zurück. Beschleunigung gab es auch früher. Aber selbst wenn ich davon ausgehe, dass wir heute in einer Welt einer zunehmenden Beschleunigung leben oder vielleicht auf eine solche zugehen, möchte ich die Frage stellen, und? Ist das ein Problem? Wenn alles schneller geht, steigt die Produktivität und damit die verteilbare Gütermenge. Wenn sich alles schnell verändert, bleiben mehr Chancen für die Schnellen, und wenn alles schneller geht, bleibt schlicht und ergreifend mehr Zeit und jeder von uns kann mehr erleben. Also wo ist das Problem? Aber damit darf ich an Frau Dr. Kump übergeben, die uns hier eine Teilantwort auf diese Frage geben wird. Bitte, Barbara. Ja, vielen Dank für die Einleitung und Überleitung. Wo ist das Problem? Ich bin beauftragt worden, was zu sagen über die Frage, was ist das Problem der Beschleunigung für die Organisationen? Und ich werde versuchen, das zu zeigen an dem Gedanken, dass es dazu führt, dass die Tätigkeiten, das Wissen und die Identität in Organisationen permanent in einem Ungleichgewicht ist, dass diese Dinge nicht mehr zusammenpassen und dass das zu einer Vielzahl von Herausforderungen für Unternehmen führt. Aber bis jetzt haben wir hauptsächlich darüber gesprochen oder gehört vielmehr, dass es einen technologischen Fortschritt gibt. Was macht das jetzt mit Unternehmen? Grundsätzlich ermöglicht technologischer Fortschritt Verbesserungen in der Qualität, in der Stückzahl, in der Effizienz von vielen Dingen. Und zum einen passiert das vor allem durch die Digitalisierung, Informationstechnologien, computergestützte Datenverarbeitung von vormals analogen
Dingen, die einfach Geschwindigkeit ermöglichen, die vor einigen Jahren überhaupt nicht denkbar war. Wenn man sich mal überlegt, am Beispiel von E-Mails, wie das in den letzten 20, 30 Jahren unsere Geschäftswelt völlig revolutioniert hat. Der zweite große technologische Fortschritt ist die Automatisierung, also das Ersetzen menschlicher Arbeitskraft durch Maschinen, was natürlich enorm die Produktivität gesteigert hat. Und diese beiden Dinge vor allem und noch viele andere haben natürlich zur Folge, dass Unternehmen sich dem nicht entziehen können. Also dass sie in permanenter Konkurrenz stehen und da mitmachen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das heißt, immer schnellerer technologischer Fortschritt geht auch mit schnelleren Veränderungen innerhalb von Unternehmen einher. Das Institut für Geschichte und Zukunft der Arbeit hat ein paar so schöne Abbildungen dazu produziert, wie sich das am Beispiel der Bekleidungsindustrie ausgewirkt hat in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten von hauptsächlich manueller Verarbeitung bis hin zu fast vollautomatisierter Produktion. Eine andere Leitindustrie, wo sich das extrem natürlich zeigt, ist die Automobilindustrie, wo es sich vor allem auf die Fertigung natürlich auswirkt, wo ganz viel, was früher händisch am Fließband gemacht worden ist, mittlerweile automatisiert mit Robotern und so weiter passiert. Und diese Dinge in der gesamten Industrie haben natürlich Auswirkungen auf die einzelnen Unternehmen, die sich in der Industrie an unterschiedlichen Stellen bewegen. Das heißt, Beschleunigung, technologische Beschleunigung bedeutet gleichzeitig auch so gut wie immer, dass Organisationen sich immer schneller verändern müssen, um da mitzuhalten und wettbewerbsfähig zu bleiben. Gehen wir vielleicht nochmal zurück an das Beispiel Kfz-Industrie. Ich habe es aus der Zeitschrift Autobild, die das betitelt hat mit Kfz-Mechaniker, das war einmal für den Teilprozess Fehlerdiagnose. Also man sieht hier, wie 5 Mechaniker um dieses Auto herum liegen und stehen und versuchen durch Sehen, oft auch Hören, Riechen sogar vielfach und Ertasten von bestimmten Dingen herauszufinden, was wohl das Problem in diesem Auto ist. Allein dieser Prozess hat sich enorm verändert über die letzten Jahrzehnte, wo es vielfach zu automatisierter Fehlerdiagnose gekommen ist. Also in den meisten Fällen wird das Auto nicht mehr manuell durchsucht, man schaut sich das nicht an, sondern steckt es einfach an. Der Fehler wird quasi ausgespuckt und statt um das Auto herumzuliegen, stehen die Leute jetzt neben dem Auto und schauen sich den Fehler am Bildschirm an. Das ist jetzt nur ein Beispiel für einen Prozess, nämlich Fehlerdiagnose bei Autos, wo man aber sieht, wie sich Abläufe völlig verändert haben, wie sich das dahinterliegende Know-how völlig verändert hat und auch die Identität der Leute bzw. das Berufsbild, das mittlerweile auch Mechatroniker statt nur mehr Mechaniker heißt. Also da sind einfach ganz neue Fähigkeiten erforderlich mittlerweile, um in dem Bereich zu arbeiten. So, das heißt, technologischer Fortschritt führt auch zu schnellen Veränderungen in Organisationen. Warum ist das aber so schwierig? Es gibt, und das werden die meisten, die da im Raum sind, schon mal gehört haben, das organisatorische Änderungsgesetz nach Levin 1947 oder 49, da gibt es 2 Versionen. Das beschreibt, wie Veränderungen ablaufen, nämlich um eine Veränderung in einer Organisation herbeizuführen, muss zuerst ein Ausgangsgleichgewicht aufgebrochen werden. Also alle laufenden Routinen, Dinge, die sich eingespielt haben, müssen zuerst einmal aufgeweicht werden, damit sie überhaupt verändert werden können. Wenn das dann alles so gelockert ist, dann gibt es die sogenannte Moving-Phase, wo Dinge verändert werden können. Und dann geht es darum, das wieder zu stabilisieren, um die Effizienz wieder herzustellen, damit wieder Routineabläufe ablaufen und Dinge verlässlich funktionieren. Das ist dann die letzte Phase, wo es einen neuen Gleichgewichtszustand in einer Organisation gibt. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, für neue Technologien könnte man sich überlegen, es gibt einen alten Zustand, einen alten Prozess in einer Organisation und die Leute müssen einfach, also die Organisation versucht einfach über die Zeit den alten Zustand abzubauen, den neuen aufzubauen, die Mitarbeiter verlernen Schritt für Schritt das, was sie bisher gemacht haben, erwerben neues Wissen und kommen dann irgendwann glücklich und zufrieden in diesem neuen Zustand an. Das Problem ist allerdings die Phase dazwischen, wo das Alte nicht mehr da ist, aber es das Neue noch nicht gibt. Das heißt, wo es ein altes Ausgangsgleichgewicht gegeben hat, wo Prozesse stabil waren, wo alles funktioniert hat und danach das neue Ausgangsgleichgewicht in diesem Prozess beispielsweise noch nicht
wiederhergestellt ist und dazwischen gibt es eine Krise. Und das Standard Change Management sagt, man soll diese Krisephase kurz halten, weil da ist die Organisation sehr gefährdet, kann möglicherweise sogar sterben. Also das ist wirklich eine große Gefahr, wenn diese Krise zu lange dauert. Was jetzt in den ganzen Altmodellen relativ wenig beschrieben ist, ist, was in dieser Krisenphase eigentlich passiert. Und das habe ich mir mal relativ eingehend in einer Studie mit vielen Unternehmen angeschaut. Und ein Problem, was in dieser Krise auftritt, ist das, was ich eingangs gesagt habe, nämlich, dass das Gleichgewicht von Aufgaben, Wissen und Identität in der Organisation gestört ist. Das heißt, die Aufgaben, was tut die Organisation? Das ist gespeichert, sage ich jetzt mal, oder eingebunden in organisationale Routinen, in eine bestimmte Organisationsstruktur, in eine Infrastruktur. Dazu hat die Organisation dann passende Kernkompetenzen über die Jahre entwickelt, Technologien im Einsatz, Humankapital, auf das sie sich verlassen kann. Und alles zusammen spiegelt sich dann in einer Identität wider, mit einer bestimmten Mission, einer Organisationskultur, die sich aufgebaut hat und einem gefühlten Nutzen oder dem momentan viel zitierten Purpose der Organisation. Und normalerweise ist es in einer relativ stabilen Organisation mehr oder weniger im Gleichgewicht, da gibt es kleinere Fluktuationen, aber die Bereiche pendeln sich dann wieder ein, das wird so Schritt für Schritt nachjustiert. Dahinter liegen natürlich auch die Mitarbeiter, also die Aufgaben einer Organisation erfüllen ja einzelne Menschen, die haben dort bestimmte Rollen, bestimmte Ziele, bestimmte Gewohnheiten, mit denen sie Tätigkeiten verrichten, entsprechend Wissen aufgebaut, Erfahrungen gesammelt und Fähigkeiten erworben, die sie alleine oder gemeinsam zur Aufgabenerfüllung natürlich einbringen in die Organisation. Und die alle haben eine bestimmte Identität, ein bestimmtes Selbstbild, ein Selbstverständnis von sich in einem Beruf, einen damit einhergehenden Status und je nach Persönlichkeit eine große oder weniger große Bereitschaft, diesen auch wieder zu verändern. Das heißt, wenn jetzt eine Veränderung auf eine Organisation trifft, zum Beispiel in den Aufgaben, vielleicht nur am Beispiel dieser automatisierten oder digitalen Fehlerdiagnose, was tun wir hier in dieser Organisation? Dann kann das natürlich auch Auswirkungen darauf haben, welche Fähigkeiten dafür erforderlich sind und welches Selbstbild, welche Identität für die Person oder die gesamte Organisation erforderlich ist, um diese Aufgaben zu verrichten. Und es kann sehr leicht passieren, und in radikalen Veränderungen passiert das so gut wie immer, dass es eine Inkongruenz gibt. Also dass das, was die Mitarbeiter im Moment wissen und können, nicht mehr zu den geforderten Aufgaben passt. Also es passt nicht mehr zusammen, was sie bis jetzt an Kernkompetenzen hatten, mit dem, was in der Organisation geleistet werden soll. Also der eine Fall wäre, die Leute können oft gar nicht das, was sie in Zukunft können sollen. Selbst wenn sie es können, kann es noch immer sehr leicht passieren, dass das, was sie dann tun sollen, nicht mehr zur Identität der Organisation passt oder zum Image. Also wenn es vorher zum Beispiel ein Handwerksbetrieb war und danach alles automatisiert ist, dann kann das sein, dass das sehr große Krisen in der organisationalen Identität oder eine sehr große Inkongruenz mit sich bringt, wenn Aufgaben und Identität nicht mehr zusammenpassen. In ähnlicher Weise gibt es das für das Thema Wissen. Wenn die Organisation zum Beispiel vorher eine Expertenorganisation war für ein bestimmtes Thema und sich verändern soll, dass dann die bestehende Expertise, das Selbstverständnis als Experten für ein bestimmtes Thema nicht mehr zur zukünftigen Identität der Organisation passt. Das heißt, eine große Herausforderung in so radikalen Veränderungen, technologischen Veränderungen ist, dass es sehr leicht zu Inkongruenzen in diesen drei Bereichen kommen kann und diese Dinge nicht mehr zusammenpassen. Aber eine zweite Herausforderung ergibt sich natürlich innerhalb von jedem dieser Bereiche. Wenn Organisationen jetzt ihre Aufgaben, Abläufe und so weiter verändern müssen, dann heißt das gleichzeitig, sie müssen sehr effiziente, hochfunktionale, über die Jahre etablierte Routinen aufbrechen, Abläufe verlernen, neue Dinge lernen. Das heißt so gut wie immer, dass die Effizienz sinkt, dass Leute sich abstimmen müssen für Dinge, wo sie sich bisher überhaupt nicht abstimmen mussten, Fehler passieren. Es gibt sogenannte Routine Breakdowns, wo die Aktivitäten der Akteure nicht mehr zusammenpassen. Und das führt natürlich zu großer Frustration und Ärger vielfach. Es kann sein, dass sich Rollen ändern.
dass sich Machtverhältnisse ändern, wenn sich die Struktur in der Organisation ändert. Und das ist meistens problematisch, weil Leute, die Macht verlieren, Widerstand leisten, sehr leicht gegen Veränderung. Das heißt, diese Änderung in den Aufgaben geht oft einher mit Angst, Frustration, Ärger und einer Vielzahl anderer Emotionen auch noch. Wenn sich das Wissen in einer Organisation ändert, also das Wissen, das erforderlich ist, um die Aufgaben zu lösen, die gelöst werden sollen, dann braucht die Organisation eigentlich neue Kernkompetenzen. Das heißt, man muss entweder die bestehenden Mitarbeiter entwickeln, dass sie diese Dinge erlernen, am Beispiel Mechaniker wieder, denen eben diese automatisierte Diagnose beibringen. Die Leute müssen lernen und neue Erfahrungen machen. Aber es kann sein, dass Leute sich auch nicht alles beibringen lassen. Einerseits, weil sie es nicht wollen, weil sie keine Lust haben, jetzt noch was zu lernen, oder weil sie es einfach nicht lernen können, weil es eine natürliche Grenze dessen gibt, was Leute einfach lernen können. Also man kann nicht jedem Mitarbeiter alles beibringen. Das heißt, es kann sein, dass es Kündigungen braucht von Langzeitmitarbeitern und neue Mitarbeiter natürlich wieder eingebunden werden müssen mit den entsprechenden Herausforderungen, die das mit sich bringt, wenn es sich um eine große Anzahl handelt. Wenn Leute neues Wissen erwerben müssen und die Organisation neues Wissen braucht, dann ändert sich natürlich meistens auch die Expertenrolle. Also Leute, die vorher Experten waren für das alte Geschäftsfeld, sind möglicherweise nichts mehr wert oder verlieren ihren Expertenstatus. Was oft sehr problematisch ist, müssen, wenn sie neues Wissen aufbauen, müssen auf einmal wieder Fehler machen, Novizen sein, was sehr, sehr oft das Selbstbild von denen massiv angreift und zu Emotionen wie Scham oder Angst führt. Und was Ähnliches passiert, wenn sich die Identität der Organisation ändern muss, da gibt es natürlich zwei Aspekte. Das eine ist die Außensicht und das andere die Innensicht. Bei der Außensicht ist es so, dass Kunden und Kundinnen vielleicht irritiert sind. Was ist das jetzt für eine Organisation, mit der ich da konfrontiert bin? Was machen die dort eigentlich? Wofür kann ich die beauftragen? Ist natürlich problematisch einerseits für die Akquise, aber andererseits auch für die bestehenden Kunden. Und das Zweite, was aber mindestens genauso problematisch ist, ist das Thema Identifikation der Mitarbeiterinnen mit der neuen Organisation. Identifikation ist eines der großen Gründe, warum Leute auf die Organisationsziele hinarbeiten, warum sie sich an Organisationen gebunden fühlen. Und wenn sie sich mit dem Neuen nicht mehr identifizieren können, ist das einer der Hauptgründe, warum Leute gehen. Gar nicht, weil sie es nicht wollen oder so, sondern weil sie einfach sich mit dem Neuen nicht mehr identifizieren können und sagen, das ist nicht mehr meine Organisation. Und da gibt es natürlich so Emotionen wie Trauer, weil es das Alte nicht mehr gibt, Angst, was wird das Neue sein und so weiter. Also eine Vielzahl von Herausforderungen, allein durch die Änderung der Identität, die am wenigsten problematisch auf den ersten Blick eigentlich klingt, aber sehr, sehr schwierig zu bewältigen ist oft. Das heißt, alles, was ich jetzt gesagt habe, hat implizit schon auf diese Frage hingeführt, warum Beschleunigung eine Herausforderung für Organisationen ist. Nämlich, wenn Veränderungen durch Beschleunigung immer schneller notwendig werden, hat die Organisation sehr wenig Zeit, sich in der Zwischenzeit zu stabilisieren. Sie muss schnell hintereinander immer wieder neue Krisensituationen bewältigen und ein bisschen salopp formuliert ist dann nach der Krise vor der Krise. Also die sind permanent in so einem Veränderungsmodus, wo sie sich nie wieder einpendeln können. Und wenn Veränderungen an der Tagesordnung stehen, müssen natürlich auch die Mitarbeiter in dieser Organisation permanent ihr eigenes Selbstbild anpassen, ihre Kompetenzen weiterentwickeln und ihre Tätigkeiten und Rollen neu erlernen und auch aufeinander abstimmen, um die an sie herangetragenen Aufgaben zu erfüllen. Und da gibt es natürlich ganz viel Stress, ganz viele Probleme, mit denen dann die Mitarbeitenden im Einzelnen konfrontiert sind. Und an der Stelle, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, übergebe ich an die Frau Professor Hartag von der Universität St. Gallen, die zum Thema, was macht Beschleunigung mit den Einzelnen, sprechen wird. Vielen herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Ich hoffe, Sie sind noch nicht alle zu schockiert durch die zunehmende Beschleunigung. Ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein. Wir haben in der vorangegangenen Präsentation gelernt, dass Beschleunigung zu massiven Herausforderungen für Organisationen und Mitarbeitende führen kann.
Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass Beschleunigung krank macht? Oder könnte Beschleunigung vielleicht sogar etwas Positives an sich haben? Das heißt zum Beispiel zu mehr Wohlbefinden führen. Wenn ja, für welche Tätigkeitsgruppen und unter welchen Bedingungen? Diese Fragen wollen wir jetzt beantworten. Wir wissen, Beschleunigung führt zu gesteigerten Arbeitsanforderungen und gesteigerten Arbeitsanstrengungen. Hohe Anforderungen und hohe Anstrengungen, könnte man meinen, zehren und führen damit zu Stress und reduziertem Wohlbefinden. Aber wenn dem so wäre, dann könnten Beschleuniger und Beschleunigte vor lauter Ausgebranntheit in einer sich verändernden Welt nicht mehr funktionieren und es gäbe weltweites Unternehmenssterben. Diese Gleichung ist also zu simpel. Um die Gleichung ein wenig zu verkomplizieren, was ist eigentlich Stress und was ist Wohlbefinden? Stress manifestiert sich in einem Ungleichgewicht von hohen Arbeitsanforderungen und niedriger Kontrolle. In anderen Worten, habe ich relativ viel Entscheidungsfreiheit, kann entscheiden, wann ich arbeite, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite, um meine Ziele zu erreichen. Dann stressen mich hohe Arbeitsanforderungen nicht. Im Gegenteil, hohe Arbeitsanforderungen unter der Bedingung hoher Kontrolle, hoher Autonomie führen zum Erlebnis von positiver Herausforderung, zu Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Auf eine ähnliche Weise lässt sich Wohlbefinden erklären. Gibt es eine Ausgewogenheit von hohen Anstrengungen und hoher Entlohnung, sei es materiell, immateriell, in Form von Entgelt, Wertschätzung etc., dann stellt sich Wohlbefinden oder Zufriedenheit ein. Somit können wir davon ausgehen, dass Beschleunigung nicht notwendigerweise negative Auswirkungen in der heutigen Arbeitswelt hat. Es kommt auf den Gestaltungsspielraum und auf die Gratifikation an. Doch wer hat nun weniger günstige Arbeitsbedingungen? Wen macht Beschleunigung nun krank? Basierend auf den Unterschieden in den Arbeitsbedingungen können wir zwischen zwei Idealtypen unterscheiden. Das sind einerseits die unternehmerischen Beschleuniger, Beschleunigerinnen, oder beziehungsweise die beschleunigten Angestellten. Unternehmer heutzutage und auch immer schon müssen proaktiv, risikobereit und innovationsbereit agieren, um neue Chancen wahrzunehmen und diese auch auszunutzen. Als kreative Zerstörer des Marktgleichgewichts mit relativ viel Gestaltungsspielraum sehen sie sich mehr als idealtypische Beschleuniger, während sie ihre Mitarbeitenden mit weniger Gestaltungsspielraum beschleunigen. Das heißt, es ist anzunehmen, dass sich Beschleunigung in Form gesteigerter Arbeitsanforderungen und Arbeitsanstrengungen unterschiedlich für unternehmerische Beschleuniger und Angestellte auswirkt. Sie kennen nun die theoretischen Modelle zu Stress und Wohlbefinden. Und basierend darauf nehmen wir Unterschiede zwischen Unternehmerinnen und Angestellten an. Da Sie aber bestimmt schon Ihre eigene Meinung gebildet haben, basierend auf diesen Modellen und auch auf Ihren eigenen Erfahrungen und Ihrem eigenen Wissen, möchte ich Sie nun um Ihre eigene Meinung bitten. Was denken Sie? Wer ist nun gestresster? Die Unternehmerinnen oder die Angestellten? Wer ist nun zufriedener? Die Unternehmerinnen oder die Angestellten? Keine Sorge, es gibt mit Sicherheit richtig und falsch, aber es gibt nichts zu verlieren und zu gewinnen. Und wir lösen das gleich auf. Ich darf Sie daher jetzt bitten, Sie sehen hier einen Link, auf diesen Link zu gehen. Keine Sorge, Informationen, private etc. werden nicht gespeichert, sondern es geht um ein Stimmungsbild und hier bitte abzustimmen. Sie sehen den Link auch auf Ihrem Blatt, auf dem Sie wahrscheinlich sitzen.
Also Sie haben noch 10 Sekunden Zeit, dann werden wir die Umfrage stoppen. Beziehungsweise schauen wir mal, auf 100 kommen, das wäre noch schön. Es stoppt bei 95, das nehmen wir. Also, Sie gehen davon aus, Unternehmerinnen sind zufriedener als Angestellte, die Mehrheit unter Ihnen, 74%, und auch, dass Unternehmerinnen gestresster sind. Die Mehrheit von Ihnen ist diese Überzeugung. Gut, Sie haben Ihre Annahmen getroffen, wir haben sie getestet. Basierend auf den Ergebnissen der Primärforschung der vergangenen 60 Jahre. In den vergangenen 60 Jahren wurden mehr als 200 Studien durchgeführt, die Unternehmerinnen und Angestellte in über 60 Ländern anhand verschiedener Indikatoren in ihrem Wohlbefinden und in ihrem Stress vergleichen. Naturgemäß kamen diese Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen. Mal waren die Unternehmerinnen besser dran, mal waren die Angestellten besser dran, mal gab es gar keine Unterschiede. Doch was ist jetzt der Overall-Effekt, gerechnet über all diese Studien? Wir wollen eine Antwort und Sie kriegen diese. Um diese Frage zu beantworten, haben wir alle 202 quantitativen publizierten Studien recherchiert und deren Korrelationskoeffizienten aggregiert und transformiert, also eine Analyse aller vorangegangenen Analysen vorgenommen, um so die generelle Effektstärke zu eruieren und endlich zu wissen, ob sich denn unternehmerische Beschleuniger und angestellte Beschleunigte unterscheiden in ihrem Wohlbefinden und in ihrem Stress. Mit unserer quantitativen Meta-Analyse analysieren wir also die Ergebnisse der vergangenen 60 Jahre für fast 3 Millionen Menschen in 60 Ländern. Und jetzt wird spannend, was finden wir? Hatten Sie recht? Sie hatten recht, die Mehrheit unter Ihnen liegt richtig. Beschleunigung in der Form von Unternehmertum schließt erhöhten Stress verglichen mit Angestellten nicht aus, aber ermöglicht trotzdem mehr Zufriedenheit. Wie können wir das nun erklären? Einerseits könnte man einen Selektionseffekt vermuten. Unternehmerinnen sind von Haus aus zufriedener, selektieren sich ins Unternehmertum und das ist der Grund, warum wir zufriedenere Unternehmerinnen verglichen mit unzufriedeneren Angestellten sehen. In der Tat, Unternehmerinnen sind wirklich weniger neurotisch, das hat die Forschung gezeigt, und sie sind auch offener für neue Erfahrungen und weniger kooperationsbereit. Nicht nett sein für mehr Wohlbefinden. Das alles mag dazu beitragen, dass sie auch zufriedener sind. Weil wir hier aber nicht spekulieren wollen, lassen Sie uns nochmal unsere Wohlbefinden- und Stressmodelle heranziehen und unsere Analysen natürlich. Unternehmerinnen empfinden generell mehr Zufriedenheit, was schließen lässt, dass sie als Beschleuniger hohe Arbeitsanforderungen erleben, aber diese entsprechend entlohnt werden. Wir haben, wie Sie wissen, Unternehmen und Angestellte aus mehr als 60 Ländern verglichen. Das ermöglicht uns nun, einen Schritt weiter zu gehen und auf Makroebene und individueller Ebene Gründe für dieses Ergebnis zu finden. Wir finden, dass die Zufriedenheit verglichen mit Angestellten umso stärker ist, je mehr die Unternehmerperson motiviert ist, neue Chancen zu erkennen und wahrzunehmen, sei es um zu wachsen oder sei es um reich zu werden. Jedenfalls steigt durch diese Chancengetriebenheit die wahrgenommene Gratifikation im Vergleich zu den hohen Arbeitsanforderungen und damit das Wohlbefinden. Auch ist es sehr hilfreich fürs unternehmerische Wohlbefinden, in einem Land zu operieren, indem die Kultur, die Länderkultur geprägt ist von Werten wie Zukunftsorientierung statt Vergangenheitsorientierung und geprägt ist von Performance-Fokus, also Ergebnisorientierung statt Beziehungsfamilienorientierung. Warum? Es scheint, dass diese Werte den unternehmerischen Werten sehr ähnlich sind. Damit wird die unternehmerische Tätigkeit in diesen Ländern mehr geschätzt, was wiederum zu mehr Wohlbefinden seitens der Unternehmerinnen führt. Ein bisschen pervers ist es natürlich schon, dass man zufriedener sein kann und gleichzeitig aber auch mehr gestresst ist. Und da stellt sich die Frage, ja, wie kann man das nun erklären? Mit Blick auf unser Modell müssen wir davon ausgehen, dass Unternehmerinnen verglichen mit den hohen Arbeitsanforderungen einen zu geringen Handlungs- und Entscheidungsspielraum wahrnehmen. Aber auch hier gibt es wieder Schrauben, an denen wir drehen können,
um die Unternehmer entweder mehr zu stressen oder weniger zu stressen. Logischerweise spielt auch hier die Motivation eine große Rolle. Habe ich ein Unternehmen gegründet, weil ich keine andere Möglichkeit am Arbeitsmarkt sehe, dann bin ich natürlich noch viel mehr gestresster als Angestellte, weil der Kontrollverlust ist höher. Interessanterweise können wir aber auch der Politik Empfehlungen abgeben, und zwar der Gesetzgebung. Es zeigt sich, dass in Ländern, wo die Rechtssicherheit sehr hoch ist, das Stressempfinden von Unternehmerinnen vergleichsweise geringer ist. Führt natürlich zu einem erhöhten Kontrollgewinn. Und allgemein, da sehen wir vielleicht auch den Beschleunigungseffekt, ist der Unterschied im Stressempfinden zwischen Unternehmerinnen und Angestellten seit der Jahrtausendwende größer geworden. Wir sind zwar alle unglaublich gestresst, aber das Ungleichgewicht von Anforderungen und Kontrolle ist bei Unternehmerinnen stärker. Und damit möchte ich mit der Eingangsfrage abschließen. Beschleunigung, Stress oder Wohlbefinden? Die Antwort ist Beschleunigung, Stress und Wohlbefinden. Stress und Wohlbefinden als vordergründige Gegensätze scheinen Unternehmertum lebbar zu machen. In ihrer wechselseitigen Bezogenheit bilden sie eine tiefgründige Gesamtheit, einen ewigen Kreislauf und machen damit Unternehmerinnen handlungsfähig. Oder in anderen Worten, wo Licht ist, da ist normalerweise auch Schatten oder Yin, da muss auch Yang geben und damit ohne Stress kein Wohlbefinden. Vielen Dank. Und ich darf nun dir, Leo, das Wort übergeben und unseren Unternehmern und Burnout-Forschern. Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt auch noch einmal recht herzlich begrüßen. Das Institut für KMU-Management ist immer ein Institut, das sich auf Ihre Kunden, nämlich auf die Wirtschaft, für die wir tätig sind, bezieht. Es wäre also auch heute ein absoluter Stilbruch, wenn wir das nicht machen würden. Wir können jetzt nicht die 3 Millionen von der Isabella hier einladen, aber wir haben 3 Herren, damit wir auch das Gleichgewicht gegenüber den Damen wieder ein bisschen ausgleichen, 3 Herren gebeten. Alle 3 sind Unternehmer. Alle 3 kommen aus völlig unterschiedlichen Branchen. Nur damit niemand glaubt, dass KMU so ein homogenes Ding ist. Also das ist alles andere als homogen. Und die 3, die ich jetzt bitte heraufzukommen und hier Platz zu nehmen, sind jetzt gebeten, aus ihrer unternehmerischen Position und aus ihrer persönlichen Position jetzt zu erklären, ob das, was Elisabeth gesagt hat, auch wirklich zutrifft, passt oder nicht. Also, meine Herren, sind Sie gestresst oder sind Sie im Bereich des Wohlbefindens? Sie stellen sich selber vor, weil ich finde das immer unangemessen, dass irgendein Moderator erklärt, was die Damen und Herren sind. Sie stellen sich vor, Sie beginnen. Danke. Vielen Dank, wunderschönen guten Abend. Gestresst, ja. Wohlbefinden auch manchmal. Ich soll ja dazu sagen, dass ich auch studiert habe. Ich habe Psychologie studiert und freue mich, dass ich trotzdem hier sein darf. Psychologie kennt ja die Unterscheidung zwischen Eustress und Distress. Der gesunde Stress und der Stress, der als schädlich oder einschränkend erlebt wird. Und ich glaube, dass diese Unterscheidung guter Stress und schlechter Stress sehr hilfreich ist an der Stelle. Matthias Lang kommt von dem Beratungsunternehmen Dwarfs & Giants und ich vermute, dass einer der Mitgründe, warum ich heute hier bin, der ist, dass die Gründung unseres Unternehmens sehr viel damit zu tun hat, dass viele Organisationen mit dem Phänomen der Beschleunigung zu tun haben, schon in den letzten Jahren und nach neuen Wegen suchen und sich auch eine neue Partner und Partnerinnen gewünscht haben, mit denen man an ganz neuen Ansätzen arbeiten kann. Das ist eine Geschichte. Das Thema Sinn, glaube ich, wird heute auch nochmal Thema sein, ist ein anderer Aspekt unserer Arbeit.
werde später nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht ein paar Aspekte zu dem, wie wir dieses Phänomen Beschleunigung erleben. Also vielen Dank, Barbara, an die Herleitung zum Thema, was bewirkt eine veränderte Umwelt in den Organisationen. Der Treiber für den Abbau der Barrieren, der Treiber für die Beschleunigung ist aus unserer Sicht ganz klar die Digitalisierung. Nicht der einzige, Globalisierung etc., aber im Moment derjenige, der am meisten beschäftigt. Exponentielle Entwicklungen, Daten werden viel mehr erzeugt, Daten bekommen Relevanz, Daten werden bearbeitet, dadurch entsteht noch mehr Gusto oder noch mehr Nachfrage nach Daten. Das ist tatsächlich ein sich selbst beschleunigender Zyklus, der auch nicht mehr reversibel ist und der an Geschwindigkeit zunimmt und deswegen dieser Faktor der Exponentialität da drinnen. Und das führt dazu, und da würde ich sogar gern noch einen Tick weitergehen, zu der Aussage, nach der Veränderung ist vor der Veränderung. Wir haben im Moment das Bild, dass Organisationen ständig in Veränderung sind, und zwar multiple. Das heißt, in jeder halbwegs größeren Organisation, manchen Branchen, die kleiner sind, die stabile Nischen nach wie vor noch genießen können, erleben das vielleicht nicht so, aber grosso modo ist es so, dass es in Organisationen derzeit nicht nur Veränderungen, sondern transformativen, das heißt wirklich tiefgehenden Wandel gibt, mehrfach parallel. Und das ist die Herausforderung, wie gehen Organisationen damit um? Und da merken Sie, dass die Frage, ja, wie lernen wir schneller, weil um das geht es bei Organisationen. Das Thema Output, das Sie zitiert haben, ist nach wie vor wichtig, aber Output ist nicht mehr die einzige Maxime, sondern Veränderungsbereitschaft oder Responsiveness, Antwortfähigkeit. Um diese Faktoren geht es an der Stelle. Und da kommt noch ein zweiter Faktor dazu, gerade mit der Maxime der Output-Steigerung. Wir haben unsere Organisationen maximal getrimmt auf Effizienz. Wir haben jedes Jahr noch ein paar Prozent rausgeholt und haben uns da, wir haben in dem Vorgespräch sehr schön auf das Prinzip von Slack, von March sind wir zu sprechen gekommen, also diese bisschen der Speckgürtel sozusagen, die Puffer da drinnen in der Organisation, die man versucht hat, über verschiedene Methoden erfolgreich und auch sinnvoll rauszuholen. Effizienzsteigerung, 3% holen wir da noch raus. Was dazu geführt hat, dass wir an manchen Stellen fast schon magersüchtige Organisationen erhalten haben, die, und das hat Luhmann so schön gesagt, dieser Slack, dieser Schlendrian, wie er ihn genannt hat, den vielleicht auch bewusst einzuplanen und vorzusehen, weil er ist der Puffer für unvorhergesehene Notfälle. Und wir sind in vielen Organisationen so auf Effizienz getrimmt, dass das Thema Raum für Lernen, Raum für Reflektieren, Raum für Umgang mit Veränderung auf ein Minimum runtergedreht wurde. Und das kommt noch dazu zu dieser exponentiellen Entwicklung. Und da braucht es, glaube ich, an der Stelle, und das ergibt sich in der Diskussion mit vielen unserer Kunden, egal ob KMU oder größere Unternehmen oder auch Startups in der ersten Reifungsphase, da braucht es andere Entwürfe. Und das finde ich, also jetzt auf den Vortrag von Isabella Hattag zu sprechen zu kommen, wir haben so ein Paradigma in uns eingebaut und das nehmen wir als gesetzt voraus. Es gibt den Unternehmer, der ist ein Beschleuniger, und dann gibt es die Angestellten, die sind die Beschleunigten. Und das würde ich gerne einfach nochmal ganz kurz so stehen lassen und fragen, warum muss das so sein? Und das Schöne ist, inzwischen gibt es einfach Antworten, die aus diesem Paradigma ausbrechen und diese Glaubenssätze einfach mal über Bord werfen an der Stelle. Aber dazu vielleicht gerne noch später. Ja, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Martin Zagler. Ich bin so als Unternehmer ein Dinosaurier, bin das 31. Jahr selbstständig. Vielleicht kurz zu meiner Geschichte. Ich bin in die Schule gegangen, war 18 Jahre, ist mein Vater verstorben, habe zwei Baufirmen geerbt, das war 1988. Und ja, ich habe diese beiden Baufirmen dann übernommen, ich habe sie fusioniert, wir haben verschiedene Geschäftsfeldwechsel durchgemacht, wir haben uns spezialisiert, wir haben jetzt vor 2 Jahren ein Franchise-System gegründet, wir kommen jetzt schon langsam aber sicher drauf, dass eigentlich das Handwerk, das wir tun, also wir haben uns spezialisiert in der Brandwasserschadensanierung, wir machen so zerstörungsfreie Rohr- und Kanalsanierung mit Minirobotern und so. Wir kommen jetzt gerade drauf, dass das Handwerk eigentlich ziemlich egal ist. Wir werden immer mehr Informationslieferanten in Echtzeit für unsere Kunden. Und so verändert sich halt ständig unser Unternehmen. Und
Beschleunigung. Warum das Thema Beschleunigung? Ich glaube, dass Beschleunigung oft gerade in KMUs, im Gewerbe und Handwerk ausgelöst wird, wenn Unternehmen oder Unternehmer Jahre und Jahrzehnte nichts ändern. Wenn sie irgendwo in Nischen sind, ich glaube, es ist sogar bei Milliardenkonzernen so, aber ich kenne nur dieses Handwerks- und Gewerbe, diesen Handwerks- und Gewerbebereich. Und wir haben immer unsere Krisen selber ausgelöst. Das heißt, wir haben uns eigentlich seit 20 Jahren immer wieder die Frage gestellt, oder ich habe sie mir gestellt, wann ist das Enddatum unseres Geschäftsmodells, unseres aktuellen? Das ist keine kuschelige Frage, weil jetzt hat man irgendwas gerade aufgebaut, also wir haben immer gut verdient, wir hatten nie wirtschaftliche Nöte, und dann komme ich immer daher und sage, du, wie lange geht das eigentlich noch? Und damit löst man ja schon selber leichte Krisen im Unternehmen aus, kann aber die Veränderungsbereitschaft im Unternehmen einfach anregen. Und so sind wir halt wunderbar über diese Jahre gekommen, vielleicht zum Thema Produktivität steigern. Also wir beschäftigen uns seit 2007 intensiv mit Lean-Management. Ich habe da mit einem Freund immer so Studienreisen nach Japan organisiert. Wir haben Management-Trainings an der Wirtschaftsuniversität in Tokio gemacht. Wir haben Firmen besucht. Und da hat sich bei mir die Frage herausgestellt, also im Handwerk konnte man damit wirklich toll reüssieren. Also wir haben uns nie gefragt, 3%, 5%. Wir haben gesagt, wir wollen 30-40% der produktiven Stunden einsparen. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern ist im Handwerk und Gewerbe relativ easy. Da hat man nach allen Studien, hat man da Produktivitätsreserven von 50-70%. Aber auch das geht jetzt irgendwie, naja, jeder, der einen Handwerker mal beschäftigt hat, weiß da, was da passiert und dass es anders gehen könnte. Aber auch das haben wir jetzt, also wir stellen uns jetzt die Frage, was muss es einfach in Bezug auf Beschleunigung oder Entschleunigung, was muss es für hierarchische Ebenen, für Richtlinien in unseren Unternehmen geben? Und sie sollen so wenig sein, dass Leute wirklich eigenverantwortlich arbeiten und sich entfalten können, damit dieses Wohlbefinden aufkommt und damit sie halt gerne arbeiten und damit sie motiviert sind. Das sind gerade Fragen, die uns beschäftigen. Also ich persönlich finde die Zeit jetzt nicht so beschleunigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht, weil wir immer mit Beschleunigung, mit Änderungen umgegangen sind. Wie gesagt, easy, immense Beschleunigung nur. Ich war da mal bei einer Podiumsdiskussion auf der FH Wien, bei der Barbara, da war so ein Textilunternehmen aus Vorarlberg, da ist um Change gegangen und da ist das ganze Audimax schon in Tristesse versunken, weil alle erzählt haben, wie schlimm das ist, man muss Leute entlassen und ändern. Ja, haben ihm dann aber gesagt, weil sie halt 20 Jahre ihre Hausübungen nicht gemacht haben. Also ich glaube, dass Beschleunigung, die dann auch schmerzhaft ist und wo Menschen immer wollen, oft ja schon aus Verfehlungen oder Fehlern von Menschen wie von mir kommen, das Unternehmen, die ihre Hausübungen halt so nicht gemacht haben. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend, Wolfgang Laluschek. Ich bin schon im Vorgespräch gesagt, ich bin Profiteur der Beschleunigung. Ich bin Neurologe. Also Nervenarzt. Nicht nur Nervenarzt und Neurologe, sondern Neurologe und Unternehmensberater. Noch eine bessere Kombination. Ich habe lang an der Medizinischen Universität Wien gearbeitet, klassisch in der Medizin, mich dort auch habilitiert. Arbeite aber seit vielen Jahren auch als Selbstständiger, als Unternehmer für Menschen und für Unternehmen, überall dort, wo es ja Krisen gibt. Ich denke, Beschleunigung, ich kann der Frau Hartag nur zustimmen, wenn Sie sich vorstellen, Sie sitzen in einem Porsche, der unglaublich beschleunigt, dann wird es vermutlich einen Unterschied machen, ob Sie hinterm Lenkrad sitzen oder am Beifahrersitz. Und wenn er dann ständig auch noch dauernd bremst und beschleunigt und viel zu schnell in Kurven geht und Sie denken sich als Beifahrer, das kann sich nie ausgehen, dann wird Ihnen schlecht werden. Und solange Sie am Steuer sitzen, werden Sie es lustig finden. Und das, was in Unternehmen, das, was ich beobachte in Unternehmen, wenn Sie in einem Jeep sitzen als Fahrerin oder Fahrer und Sie kommen in den Wüstensand und das Radl dreht durch und Sie steigen immer mehr aufs Gas und Sie steigen noch mehr aufs Gas, dann sind Sie vermutlich unerfahren als Fahrer oder Fahrerin. Wenn Ihnen aber dann der die Reise gebucht hat und der gezahlt hat, auch noch anschafft, immer schneller aufs Gas zu steigen, obwohl Sie genau wissen, dass das Radl sich noch mehr eingrabt, dann werden Sie irgendwann einen Burnout kriegen. Dann haben Sie ein großes inneres Nein gegen diese Beschleunigung. Und das ist das, was ich sehe in unserer Gesellschaft, sowohl in Unternehmen als auch eigentlich überall, Menschen, die ein großes inneres Nein in sich tragen. Und wir wissen seit Viktor Frankl, dass das Nein zu einer Situation oder das Nein zu einer Belastung, das Innere, uns oft viel mehr krank macht als die Situation und die Belastung an sich.
Und für mich ist vielmehr die Frage, anstatt zu sagen, ja, Beschleunigung, ist das gut oder schlecht? Also auch mir geht es als Unternehmer so, ich fühle mich oft gestresst, aber ich fühle mich sehr zufrieden. Beschleunigung ist vielleicht nicht unbedingt die richtige Frage, sondern welche Rahmenbedingungen braucht es, damit Menschen Ja sagen können zu dem, was sie tun, zu ihrem Leben Ja sagen können, weil in Unternehmen kann man so simpel sagen, 99% der Mitarbeiter wollen eigentlich nur eines, sinnvoll und effizient arbeiten unter halbwegs menschlichen Bedingungen. Und wenn ich das ermögliche, dann brauche ich keine Burnout-Seminare und dann brauche ich mir nicht die Frage stellen, ist jetzt zu viel oder zu wenig Beschleunigung. Und Beschleunigung wird nämlich oft mit Wirksamkeit verwechselt. Und es ist aber oft das Gegenteil von Wirksamkeit. Wir können das auch hirntechnisch begründen. Wir wissen, dass zum Beispiel bei Beschleunigung, zum Beispiel unter Multitasking-Bedingungen, die geistige Leistungsfähigkeit um bis zu 50% abnimmt. Wir haben dazu eigene Studien gemacht. Und die Menschen, das Problem ist dann nicht die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter, sondern die fehlende Leistungsmöglichkeit. Weil Mitarbeiter systematisch unter Bedingungen arbeiten, unter denen sie ihre ganze Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft gar nicht mehr bringen können. Und das lässt sie ausbrennen und das ist das eigentliche Problem. Und vielleicht noch ein Gedanke, Beschleunigung durch Digitalisierung sicherlich auch, aber ich sehe das Problem auch noch auf einer tieferen Ebene, nämlich die Organisationen, die sich da immer mehr beschleunigen, sind ja wiederum von Menschen gemacht. Und sie unterliegen, glaube ich, auf einer tieferen Ebene einer der vielen intuitiven Fehlannahmen des menschlichen Geistes, nämlich lineares Denken. Wenn etwas gut ist, muss mehr davon besser sein. Wenn Kommunikation gut ist für Zusammenarbeit, muss mehr Kommunikation besser sein. Das Gegenteil ist der Fall. Die meisten Unternehmen, die ich kenne, befinden sich im Zustand der maßlosen Hyperkommunikation, wo überhaupt nichts mehr rauskommt. Die einzelnen Mitarbeiter bekommen das natürlich mit und deswegen sage ich vielleicht abschließend, ich sehe jeden Tag so viele Menschen, gesunde Menschen, die krank zu mir kommen, krank durch ein krankes System. Und eigentlich ist es fast schon Zeichen von Gesundheit, wenn man da verrückt wird. Und wir als Unternehmerinnen und Unternehmer sind dazu aufgerufen, um uns zu überlegen, welche Rahmenbedingungen wollen und müssen wir setzen, damit Beschleunigung sich auch in Wirksamkeit äußert. Danke recht herzlich. Wir machen jetzt da noch ein paar Podiumsrunden und meine Damen und Herren, Sie können schon nachdenken, welche Fragen Sie dann an die vortragenden Damen oder an die Herren stellen. Eines würde mich von allen drei einmal in der nächsten Runde interessieren. Erste Frage, wieso haben Sie Stress? Sie haben jetzt alle drei relativ verständlich dargelegt, dass Sie die Dinge ordentlich im Griff haben. Wieso haben Sie Stress? Zweite Frage. Sie haben also sehr wohl erkannt, dass Ihre Mitarbeiter möglicherweise in eine gewisse Risikosituation kommen. Was machen Sie, um diese Risikosituation zu vermeiden? Weil sie ist schon interessant, dass Sie das alles erkennen, ja, aber vielleicht den Stress auf sich persönlich gar nicht anwenden. Und zum Zweiten würde mich interessieren, wie Sie jetzt mit Ihren Mitarbeitern umgehen in Ihren Unternehmen, um ganz einfach das zu vermeiden. Bitte. Selbe Reihenfolge, okay. Wieso Stress? Also, zum einen, weil wir uns in unserem Unternehmen selbst die Aufgabe gegeben haben und das auch lustvoll, wirklich andere Formen des Führens, des Organisierens, des Zusammenarbeitens zu entwickeln und nicht nur in einem Labor und dann verkaufen wir es nach außen, sondern eat your own dog food ist eine unserer Prinzipien. Und das ist eine ständige Unkomfortzone. Das macht Stress. Also das ist viel ausprobieren, auch weiterentwickeln, iterative Weiterentwicklung und auch zwischendurch immer wieder scheitern und neue Wege gehen. Das Zweite ist sehr persönlich. Das scheint jetzt schon eine wesentliche Aussage zu sein. Stress entsteht offensichtlich dann, wenn man scheitert. Scheitern ist tatsächlich eine große Herausforderung. Selbst wenn ich
in einem Umfeld bin, der das akzeptiert, aber es ist einfach, es kostet unglaublich viel Kraft. Ja? Natürlich sehnen wir uns nach Stabilität, nach Routine. Man braucht nur zurückdenken an die Zeit, wo man Autofahren gelernt hat mit dem Schulterspiegelblick und wie sehr das jetzt aus dem Kleinhirn herausgeht. Ja? Das ist viel angenehmer als am Anfang, wenn ich an meine ersten Fahrstunden denke. Und trotzdem ist es notwendig, so wie du es gerade vorher beschrieben hast, immer wieder daran zu denken, was ist der Sterbezeitpunkt meines Businessmodells, weil der kommt. Und die zweite Geschichte ist, und ich möchte gerne anknüpfen an die neurologischen und kognitiven Herausforderungen, wir erleben auf jeden Fall eine Unmenge von Informationen, die auf uns einprasseln, übrigens auch durch die Digitalisierung getriggert. Und es gibt eine schöne Aussage: There is no information overload, there is only filter malfunction. Und was ist mein Filter? Früher war er technologisch eingebaut, weil es gab gar nicht viel mehr Informationen. Man hat die Tageszeitung gelesen und dann vielleicht Radio gehört und das war es dann auch. Viel mehr Informationen gab es nicht. Und jetzt mit dem Pull-Prinzip, mit Social Media etc., auch in Organisationen, den digitalen Formen, ist es eine totale Überlastung an der Stelle. Das heißt, warum habe ich Stress? Ich persönlich muss auch damit umgehen, wie ich die Menge aktiv reduziere. Das führt zum Beispiel damit, dass ich seit 9 Tagen meine Arbeitszeit reduziert habe in meinem Unternehmen und nicht, weil uns langweilig ist, sondern weil ich einfach gemerkt habe, ich muss hier für Unterbrechungen sorgen, um leistungsfähig sein zu können auf Dauer. Ja? Also auch diese Maximierungsgedanken zurückzudrehen. Oder ich muss auch für Unterbrechungen sorgen, indem ich zum Beispiel Offline-Zeiten ganz bewusst einplane. Offline-Zeit heißt für mich nicht Wellness und Erholung, sondern zum Beispiel arbeiten, aber offline arbeiten. Also wer von Ihnen zum Beispiel diese LED-Benachrichtigungen auf dem Smartphone hat, also immer wenn es eine Nachricht gibt, E-Mail, SMS, was auch immer, blinkt etwas, rot, grün oder gelb, drehen Sie es ab, sofort. Sie brauchen das nicht. Ja? Das Ding kann das, aber es tut Ihnen nicht gut. Wenn Sie Zeit haben für neue Informationen, schauen Sie auf Ihr Handy. Aber Sie brauchen niemanden, der sagt, und jetzt? Das ist dem Herrn Dodge 1873 passiert und wir züchten uns das noch mehr in einer viel höheren Frequenz. Wozu? Aber das müssen wir lernen. Also mir geht es da auch nicht immer gut damit. Sie finden es hochstressvoll und wir brauchen einen aktiveren Umgang, einen selbstgesteuerten Umgang damit. Ja, was bringt mich in Stress dazu? Vielleicht ein paar kurze Worte zu meinem Leben, die am Anfang ja recht nett klingen. Also ich habe eine 5-jährige Tochter, bei der bin ich jeden Tag, bis auf so Tage wie heute, und da bin ich dann schon angefressen um 16:30 daheim und spiele mit ihr, lese vor und lege sie nieder, gehe jeden Freitag zum Mittag heim, ich arbeite nie am Wochenende und ich bin 12 Wochen im Jahr in Urlaub. Jetzt werden Sie fragen, warum ist der Typ dann doch im Stress? Was mich in Stress bringt, wobei ich es aber nicht erzähle, gar nicht negativ berührt bin, ist diese unglaublichen Möglichkeiten, die ich als Unternehmer habe, mit Menschen Dinge zu gestalten. Das ist manchmal so viel, dass mir richtig fertig macht. Aber ja, und damit ist er Stress, der dann auch natürlich belastend sein kann. Ich bin jetzt irgendwann vorige Woche aufgewacht, mitten in der Nacht, habe ein menschliches Bedürfnis gehabt und bin dann um 2 in der Nacht aufgeblieben, weil ich so eine geile Idee hatte. Also da muss man aufpassen, dass das nicht zur Manie wird, das ist schon klar. Also das ist der Stress, dem ich ausgesetzt bin. Ich glaube, mit dem kann ich nach 30 Jahren umgehen, aber es ist trotzdem irgendwie Stress. Ja, wie macht man das mit Angestellten, mit Mitarbeitern? Puh, da könnte ich Ihnen jetzt eine Stunde lang erzählen, was ich für Blödsinn 30 Jahre lang gemacht habe. Also ich bin da wahrscheinlich nicht der richtige Lehrmeister für Sie, aber ich glaube, was wirklich gut funktioniert, ich habe 30 Jahre geübt, also wir haben bei uns in der Franchise-Zentrale eigentlich keine fixen Arbeitszeiten. Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die ist Partnermanagerin, die betreut unsere Franchise-Partner. Die hat 10 Wochen im Sommer frei, weil sie eben einen Sohn hat, der schulpflichtig ist, der ins erste Gymnasium geht. Wir arbeiten viel von daheim. Ich lasse den Mitarbeitern, oder sie nehmen sie es an, muss ich sagen, das ist unsere Firmenkultur, viel Freiräume. Also ich war jetzt 2 Wochen mit meiner Familie auf den Malediven, wir zurückkommen, wir haben die ganz tolle Dinge gemacht, wo unsere Franchise-Partner begeistert waren. Das ist so diese, wie ich es vorher gesagt habe, so doch Struktur geben, aber loszulassen, ach, das ist was, das liebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bewundere alle Einzelunternehmer, wir haben in der Vorbesprechung da ein bisschen gequatscht, die selber arbeiten müssen, weil damit sie ein Income haben, wenn sie krank sind, dann gibt es kein Einkommen. Also da kriege ich jetzt schon leicht Magenweh, wenn ich drüber rede. Ich bin froh, dass ich ein Unternehmen in der dementsprechenden Größenordnung habe. Und so macht Unternehmertum wirklich Spaß und das Wohlbefinden überwiegt bei Weitem dem komischen Stress, wenn er dann 2 in der Nacht, nachdem ich mal kurz Luluwa aufbleibe und irgendeine blöde Idee verfolge.
Danke. Jetzt bin ich neugierig. Gibt es so etwas wie Selbstdiagnose bei Ihnen? Eine wird nicht ausreichen. Was macht Stress? Ja, ich denke, diese, wie es in dem Vortrag von der Frau Hartag naturgemäß auch passenderweise, diese Dichotomie zwischen Unternehmertum und Angestellten, ich denke, alle von uns sind ein bisschen vielschichtiger. Und wir müssen auch, ich habe ein sehr schönes Buch gelesen von Muhammad Yunus übrigens, Erfinder der Mikrokredite, der sehr in Frage gestellt hat, unser Bildungssystem, das nämlich die meisten Menschen in unserem Bildungssystem, das dazu erzogen werden, als ging es immer darum, einen Job zu finden, also Angestellte zu werden, während jeder von uns auch ein potenzieller Unternehmer ist. Und das fand ich einen schönen Gedanken, wird uns nur in den Schulen sehr ausgetrieben. Aber auch ich bin, es gibt in meinem Herzen das Unternehmerherz, das neugierig ist, das es auch schlecht aushält, wenn es in Systemen Ungerechtigkeiten gibt oder Dysfunktionalitäten, die niemand ändert. So ist es mir im AKH gegangen, deswegen gab es auch Gründe, warum ich weggegangen bin. Aber es gibt auch den Teil in mir, der da durchaus auch dadurch gestressbar ist. Es gibt den Teil, der manchmal sich gern einfach einmal eine Anweisung hätte oder der gerne mal die Verantwortung abgeben würde. Es gibt auch die neurotischen Anteile und die machen alle eine Mischung. Und es gibt auch Anteile, wo ich, glaube ich, sehr viel mit Menschen mitschwinge, in Resonanz gehe. Und das bringt mich einerseits in Stress, und auf der anderen Seite ist es aber genau mein Asset, würde ich sagen. Das ist ja genau die Kernkompetenz meines Berufs. Und das ist ja oft so, dass scheinbare Schwächen, wer beurteilt denn, ob es eine Schwäche ist bei einem Künstler zum Beispiel, das sind ja oft die Stärken auch. Also das kann man gar nicht mehr trennen, aber diese Dinge setzen mich unter Stress. Und nicht schon in Friedrich Thorberg, die Tante Jole, steht ja, ein bisschen Dummheit ist eine gute Wegzehrung. Und jetzt klingt es blöd, wenn ich sage, ich habe das bisschen Dummheit vielleicht nicht, aber mit Menschen sehr mitzuschwingen, ja, ist ein Stress, aber es ist auch eine unglaubliche Ressource. Und es gibt natürlich aber echte, also die waschechten Unternehmer, die relativ wenig mitschwingen, die dann natürlich mehr Erfolg haben, aber wo dann vielleicht die Mitarbeiter, weniger bedacht werden, hatte gerade heute einen Geschäftsführer eines Unternehmens bei mir, dem es mit dem Eigentümer so gegangen ist. Aber wie mit Mitarbeitern umgehen, also was ich aus meiner Sicht einfach ganz wichtig ist, sich nicht in eine beratschlagende oder diagnostizierende Haltung zu begeben, sondern in eine fragende Haltung zu begeben. Schon einmal diese diese simple Frage, wie geht's dir? Ja, wenn ich sie ernst meine, ist das eine sehr tiefe Frage und für die Antwort sollte ich Zeit haben. Und Vertrauen in Mitarbeiter haben, dass sie eigentlich auch das Beste tun wollen und mal sie zu fragen, was wären denn aus deiner Sicht wichtige Änderungen. In Teams Reflexionen fördern. Wir wissen, dass Teams in Hochleistungsbereichen, die lange Zeit zufrieden arbeiten und wenig Fehler haben, in der Regel einen Reflexionsmechanismus in regelmäßigen Zeiten etabliert haben, wo sie sich zusammensetzen und das ist Entwicklung. Vergehen von Zeit ohne Reflexion ist nur Vergehen von Zeit. Da werden wir einfach älter, aber das ist kein Wert. Ein Wert wird es dann, wenn wir reifer und wenn wir weiser werden und das erfordert Reflexion. Und vielleicht noch ein Punkt, keine Hidden Agendas, keine versteckten Interessen im Unternehmen. Das macht die Mitarbeiter völlig krank. Wenn die Mitarbeiter erleben, dass es ein sauberes Unternehmensziel gibt, das Unternehmen hat einen Zweck und dass die Dinge diesem Zweck dienen, dann gehen sie ihnen auch bei hohen Anforderungen mit. Danke. Wir machen jetzt die letzte Podiumsrunde. Wir haben viele junge Damen und Herren hier im Publikum. Frage 1. Was würden Sie denen empfehlen, um die Fehler, jetzt darf ich den Herrn in der Mitte zitieren, die Fehler, die Sie in den letzten 30 Jahren gemacht haben, nicht zu machen? Ja? Welche geistige Position sollen Sie einnehmen aus Ihrer Empfehlung her? Zweite Frage. Wird Ihr Geschäftsmodell in 5 Jahren noch funktionieren?
Also nicht nur, weil, wenn ich 30 Jahre zurückgehe, das in Pubertät und Teenageralter hineinlangt, sondern auch ganz generell würde ich vorschlagen, Fehler zu machen, auch wenn es anstrengend ist. Also ich glaube, dass es keine gute Strategie ist, keine Fehler machen zu wollen. Daniel Ekberg, der Gründer von Spotify, hat als wichtige Prämisse seiner Firma gesagt, wir wollen Fehler schneller machen als die anderen. Und wenn man das ernst nimmt, ist das tiefgehend, wirklich tiefgehend. Das ist ein anderes Verständnis. Gleichzeitig merke ich, dass heutzutage dieser uniforme Entwurf von Organisationen, da gibt es eine funktionale Hierarchie oder wenn es ein bisschen moderner ist, eine Matrix, also eine doppelte Hierarchie. Das war die Realität und das ist sie nicht mehr. Und Organisationen lernen, dass sie vor allem dann Schwierigkeiten haben, mit Veränderungen umzugehen, wenn sie Bottlenecks eingebaut haben. Wenn in Organisationen mit 40.000 Mitarbeitern eigentlich alle wesentlichen Entscheidungen von 20, 25, meistens Männern getroffen werden. Und hier gibt es, glaube ich, und da glaube ich ganz ernsthaft, dass die Beschleuniger tatsächlich diejenigen sind, die die Maschinen kennen, mit denen sie arbeiten, die im direkten Kontakt mit den Kunden sind, die draußen sind im Markt. Die nehmen die Signale auf. Und jetzt wäre die Frage, Leistungsmöglichkeit, wie bauen wir die Organisationen, zum Beispiel auch als Unternehmer und Unternehmerinnen, als Führungskräfte etc., wie bauen wir die Organisationen so, dass wir keine Pyramiden mehr haben, die eine Verlangsamung in der Entscheidungsfindung und in der Lernfähigkeit haben, sondern die dezentral organisiert sind, die antwortfähig sind, die reaktionsfreudig sind. Und in dem Zusammenhang auf 5 Jahre, glaube ich, werden wir uns mit den Fragen, mit denen wir uns bei Advice and Science beschäftigen, auf jeden Fall noch massiv beschäftigen. Ob die externe Organisationsberatung in dieser Form auf 10 Jahre so funktioniert, das wage ich sehr zu bezweifeln. Ich glaube, da braucht es wirklich ein tiefgehendes Neudenken, weil das Zusammenspiel zwischen Experten außerhalb der Organisation und Expertinnen und Experten innerhalb der Organisation sehr stark im Wandel ist. Puh, Fehler vermeiden, gute Frage. Erstens macht es Sinn, Fehler zu vermeiden. Wenn Sie Unternehmer werden wollen, dann gebe ich Ihnen schon einen Tipp, umgeben Sie sich mit Menschen, die nicht unbedingt so sind, wie Sie selber sind. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihre weißen Flecken abdecken. Also ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die Irena, die ist mit 18 zu mir gekommen, die ist 21, sie treibt mich jeden Tag zum Wahnsinn, aber ich liebe sie. Sie, nur als Beispiel jetzt, sie bezieht Stellung, sie sagt Nein, umgeben Sie also mit solchen Menschen und nicht mit Ja sagen. Das bringt eine ganze Organisation, sie selber und die Menschen rund um sie einfach weiter. Ob das jetzt wirklich der super Tipp ist, weiß ich nicht, aber bei mir ist das jetzt herauskristallisiert, ich gehe jeden Tag gerne ins Unternehmen und ich glaube, meine Mitarbeiter, weil wir so eine Kultur halt pflegen. Und die zweite Frage, unser Geschäftsmodell, so funktioniert es in 5 Jahren sicher nicht mehr, wie es jetzt ist. Aber wir sind ja ständig dabei, es zu ändern, auszuloten. Man kann sich vielleicht einmal trauen, in unserem Bereich versuchen, Märkte einfach zu schaffen, die es noch gar nicht gibt. Da sind wir jetzt gerade dabei. Man wird ja immer mutiger, man kann ja nach 30 Jahren noch mutiger werden. Aber ja, ich finde es spannend und ja. Und wenn man keine Daseinsberechtigung als Unternehmen mehr haben, weil das Geschäftsmodell nicht mehr gebraucht wird, dann gibt es uns halt auch nicht mehr. Und auch das habe ich für mich beschlossen, wäre nicht die Katastrophe. Nur wenn ich jetzt 30 Jahre ein Unternehmen oder mehr Unternehmen halt in dieser Gruppe habe, wenn man keinen Nutzen mehr stiften, gibt es uns halt nicht mehr. Und das ist dann eigentlich auch komplett okay. Ich hätte nur eine Frage. Wenn Sie sich so die Bauwirtschaft anschauen und alle Projekte, jetzt hätten wir da Krankenhäuser oder sowas, wäre mir alles möglich eingefallen. Wieso gelingt es der Bauwirtschaft nicht, standardisierte Prozesse aufzusetzen? Ich habe immer wieder den Eindruck, dass jedes Bauprojekt ein innovativer Zugang ist, jetzt im negativen Sinn. Man weiß zwar, wo man am Ende hin soll, was ja nicht bei allen Leistungen gleich ist, aber es gelingt offensichtlich nie zu den gegebenen Kosten, gegebenen Zeiten, in der gegebenen Qualität. Was ist da falsch?
Naja, prinzipiell, ich meine, Sie rennen da offene Türen bei mir ein. Also wie 2007, 2008, 2009 in Tokio war, wir haben Lean-Management in den Baubereich gebracht in Österreich. Wir sind nach Österreich getourt, haben Vorträge gehalten, alle waren begeistert, aber keiner hat es gemacht. Jeder hat immer gesagt, jedes Bauwerk ist ein Prototyp. Und, aber das beginnt sich jetzt schon radikal zu ändern. Das kommt teilweise aus Norwegen, teilweise aus Schweden. Das geht unter dem Titel kooperative Bauprojekte. Das geht in Richtung Lean Management und so langsam kommt man drauf. Das ist vielleicht mit Unterstützung. Da gibt es so BIM, Building Information Modeling System und so weiter. Da gibt es Dinge, also das ist, glaube ich, in 5 bis 7 Jahren kein Thema mehr. Es ist ein großes in Österreich ein Thema und vielleicht in Deutschland, weil bei uns gibt es ja sowas wie eine begleitende Planung. Also wir haben eines der größten Bauvorhaben vor ein paar Jahren nochmal gemacht, das war 26 Millionen AGU-Projekt. Da war der Planer immer eine Woche hinter uns beim Planzeichnen. Das heißt, wirklich was wieder gebaut und umgebaut haben wir der dann gezeichnet. Also das ist aber rein im deutschsprachigen Raum eigentlich ein Phänomen, das gibt es in anderen Ländern schon immer. Also ja, also das ist, und also so, da ist wirklich viel in der Änderung und dieses Paradigma, wir bauen immer Prototypen, ist ein Blödsinn. Mir kommt das manchmal so vor wie in einem Autowerk, wenn da irgendwelche Jungs herumrennen und die Öffnung messen, wo die Tür reinkommt und die dann zufeilen. Aber das wird es im Baubereich so nimmer lang geben, glaube ich. Okay, ja, danke für den Hinweis. Automobil war nicht so eine gute Idee, weil die wissen momentan auch nicht, was bauen sollen, aber gut. Ja, in dem schönen Buch 5 Dinge, die die Menschen am Ende ihres Lebens am meisten bereuen. Hitliste Nummer 1, die eigenen Träume und Wünsche zu wenig gelebt zu haben. Hitliste Nummer 2, den mir nahestehenden Menschen zu wenig Zeit gewidmet zu haben. Und vielleicht noch eine Anmerkung. In dem Publikum sitzen viele Menschen, die so alt sind wie meine Kinder. Insofern erlaube ich mir ein informelles Du. Verwechselt es nicht, eure ständigen Gedanken im Kopf, die nämlich hirnforscherisch relativ zufällig aufpoppen, verwechselt das nicht mit eurem Ich. Das ist ein Geist, der ständig herumspringt, der sehr laut ist, relativ unkreativ ist, während diese leise innere Stimme, die nur allzu leicht von diesem lauten Geist übertönt wird, das seid ihr selber. Und wenn ihr auf diese leise innere Stimme hört und dazu auch noch neugierig bleiben könnt, dann kann nicht viel passieren. Und zur Frage, mein Geschäftsmodell, also wissen Sie was, es interessiert mich nicht. Weil vielmehr interessiert mich, werde ich in 5 Jahren noch funktionieren? Und zwar sowohl körperlich, meine Ernst, gesundheitlich, aber auch psychisch, seelisch, werde ich noch das Leben lieben? Werde ich gern auf der Welt sein? Wird meine Beziehung funktionieren? Wird meine Beziehung zu meinen Kindern funktionieren? Und mein Geschäftsmodell, also Überschriften wie Burnout oder so, brauche ich nicht. Die Frage, wie geht es Ihnen, ernst gemeint, wird immer Konjunktur haben. Nie gezweifelt, dass die Medizin so ein Zukunftsmodell ist, zumal sie weniger werden, bedauerlicherweise, aus demografischen Gründen. Meine Damen und Herren, jetzt sind Sie aufgerufen, Fragen zu stellen an uns. Ist immer wieder das übliche Problem, es gibt 2 Minuten nonverbale Kommunikation und dann danke, das war kürzer als 2 Minuten. Ich bin Wochenpendler nach Deutschland und habe festgestellt, es ist wunderbar, dass die Bahn jetzt ihre Züge beschleunigt hat, sodass man zwischen Wien und Passau nicht mehr 3 Stunden, sondern nur mehr 2,5 braucht und von Nürnberg nach Berlin auch nur mehr 2 Stunden braucht. Also es ist einfach fantastisch, hier mit 5 Stunden auf der Strecke auszukommen, statt vorher mit 7,5. Fantastisch. Andererseits kenne ich auch das Phänomen der Beschleunigung, was hier im Titel so unterschwellig dabei steht, der Beschleunigung, die Stress macht. Also wann entsteht so ein Stress? Natürlich nur dann, wenn ich in eine Zeitspanne mehr Aktivitäten reinpacken will, als ich bewältigen kann. Das war auch die Konkurrenz zwischen der Anstrengung, eine Aufgabe zu meistern, und der Belohnung dafür, wenn ich es geschafft habe. Das ist evident. Also es ist ganz einfach, wie man sich hier Wohlbefinden schaffen kann. Schaffen Sie die Befristung ab. Schaffen Sie die Zeitspanne in Form des Ende der Zeitspanne als eine normative Kraft ab.
und sie können frei, fröhlich dahin leben. Allerdings haben wir ein paar Schranken da im Wirtschaftsleben eingebaut. Die eine ist, alle Jahre muss eine Bilanz sein, ne? Und immer dann, wenn es zur Abgabe der Bilanz geht, kommt es in den Finanzabteilungen zu großem Stress. Manchmal auch in den Personalabteilungen, wenn am 1. oder am 31. oder am 15. des Monats die Löhne ausgezahlt werden müssen und die Gehälter. Also das sind immer so Stressoren, wenn Sie Zeitpunkte haben, auf die Sie hingetrimmt werden, die müssen eingehalten werden, sonst rübe ab. Ist das wirklich so? Wir können ja umsteigen zur Eigenzeit. Also ich habe nur mehr einen definierten Zeitpunkt, den ich erwischen muss, nämlich den Zug, wann ich nach Deutschland fahre oder nach Österreich. Und alle anderen Zeiten sind heute für mich variabel geworden, weil es mir so gut geht, dass das halt so funktioniert. Und wenn ich wo zu spät komme, dann rufe ich halt an, ja, leider ist die Straßenbahn hängen geblieben und geht nicht schneller. Oder aber ich rufe das Taxi an, damit ich halt dann doch pünktlich komme. Also das ist der Slack. Entschuldigung, ein bisschen lang geworden. Nein, überhaupt. Frage noch dazu jetzt zu mir fürs Publikum. Ich habe es den Herren in der Vorbesprechung auch schon gesagt. Ist es denkbar, dass sich rundherum die Information beschleunigt, aber unser Denken sich nicht beschleunigt im gleichen Ausmaß? Aber das Publikum soll Fragen stellen. Sie haben keine, es gibt nichts, wir haben sie zu wenig beschleunigt heute. Gut, bitte. Also ich soll jetzt als Publikum die Antwort auf die Frage geben. Ja. Ich bin Karl Brindlmeier, ich bin Assistent an der WU, aber auch Winzer. Und ich merkte schon sehr stark, wenn ich den einen Tag im Weingarten bin, wo man überhaupt nichts daran ändern kann, dass die Zeit, wann man was zu tun hat, vorgegeben ist. Und so dieser große Graben zur Wissenschaft, wo es viele Ergebnisse und Informationen gibt und viel Flut an Sachen, wie man Management machen kann, wie man Weingartenmanagement machen kann, aber auch betriebswirtschaftliches. Ich finde, da stoßen wir an unsere Grenzen, Information effizient zu nutzen und auch der akademische Bereich, den effizient an die Praxis weiterzugeben. Ja, weil vieles, also wir wissen es alle, vieles, was publiziert wird, kommt dann nicht unbedingt dort an, wo es umgesetzt wird. Ja, weitere Fragen? Sonst machen wir noch eine Runde und Sie gehen dann in Ruhe essen. Ich nehme an, das dient der Beruhigung des Themas, oder, Frau Kollegin? Und zwar hat es jetzt nicht direkt nur mit dem Thema Beschleunigung zu tun, sondern auch ein bisschen überleitend zu dem ganzen Digitalisierung und Automatisierungsthema, weil das alles doch einhergeht. Und was ich mir immer wieder denke, ich habe selbst studiert und bin schon länger im Berufsleben und wir sitzen jetzt alle, glaube ich, mit einem relativ ähnlichen Bildungshintergrund, sei es direkt am Weg angefangen oder am Ende der Reise oder schon länger weg von diesem Weg. Und man vergisst ja doch immer wieder, dass es doch noch immer und ich denke auch, wenn man sich demografisch anschaut, nicht ändern wird, es wird doch immer auch einen großen Anteil in der Bevölkerung geben, die einfach, egal ob sie wollen oder können, das Ganze vielleicht nicht mit so einem intelligenten Zugang behandeln können und auch nicht in der Lage sind, weil sie einfach die Bildungsmöglichkeiten nicht haben. Und meine Frage konkret ist jetzt, wie kann man hier auch, gar nicht vielleicht aus Unternehmersicht, wie wir es vielleicht hier auch zum Großteil sind, sondern auch an Öffentlichkeitsarbeit Menschen ein bisschen die Angst nehmen, dass so Beschleunigung sie einfach aus der Gesellschaft und aus dem Arbeitsleben werfen kann oder wirft. Gute Frage. Da kann ich nicht still sitzen. Ich glaube nicht, dass es eine Bildungsfrage alleine ist. Ich glaube auch nicht, dass es eine Intelligenzfrage alleine ist. Mein Arbeitsfeld ist Organisation und Gestaltung von Zusammenarbeit. Und das Beispiel, das mir jetzt sofort in den Kopf geschossen ist, ist das Beispiel der niederländischen Pflegeorganisation Buurtzorg,
schreibt man B-U-U-R-T-Z-O-R-G, kann man googeln. Da geht es um Pflege, um Hauskrankenpflege. Das sind gelernte Menschen, nicht unbedingt studierte Menschen. Ich möchte, da haben wir jetzt nicht die Zeit, eine kurze Case-Study aufzubreiten, aber ganz kurz, die sind im Moment Marktführer mit, ich glaube, im Moment etwas mehr als 70% Anteil. Und zwar nicht deswegen, weil öffentliche Hand gesagt hat, wir geben euch den Zuschlag, weil ihr effizienter seid oder wie auch immer, sondern weil davor der Arbeitsmarkt der Krankenpflege in den Niederlanden sehr dezentral war. Das waren lauter Selbstständige sozusagen. Und die haben gesagt, wir wollen zu euch dazukommen. Warum? Das sind selbstorganisierte Teams, kleine, nachbarschaftlich, geografisch organisierte Teams, die ihren Arbeitsablauf unter sich vollkommen autark regeln. Das Head Office dieser mehrere hunderte Menschen umfassenden Organisation besteht, glaube ich, derzeit aus 35 Menschen. Und alles andere ist in Selbstorganisation, keine Führungskräfte. Das heißt, kurzer Hinweis nur, ich kann Organisationsmodelle, ich kann Formen der Zusammenarbeit bauen, für die ich weder einen Master oder sonst etwas brauche, wo ich die nicht für eine Elite reserviert sind, aber wo Menschen sinnerfüllt und in einer guten Kultur miteinander für etwas tätig werden können. Und das hat für mich nicht nur mit Bildung etc. zu tun. Und das bezieht sich auch auf das, was Sie in Ihrer ersten Frage angesprochen haben. Der Stress kommt ganz oft aus der Fremdsteuerung. Nicht nur aus der Menge der Arbeit, aber natürlich auch die Frage, wie viel schaffen wir? Ja? Wird mir einfach ein völlig unrealistisches Ziel vorgeknallt und sagt, du musst? Oder kann ich als erwachsener Mensch gemeinsam mit meinen Teamkolleginnen sagen, wie viel schaffen wir? Weil wir wollen arbeiten. Und das ist eine Frage, was habe ich für ein Menschenbild dahinter? Das ist nochmal sozusagen mein grundsätzliches Hinterfragen von Beschleuniger und Beschleunigte an der Stelle. Dann darf ich mich vielleicht auch mit einer Frage dazwischen drängen, auch an den Herrn Lang. Anhand welcher Symptome merken Unternehmungen, dass sie zu Ihnen kommen sollen? Sollen, weiß ich nicht. Ich kann nur erzählen, was oder welche diejenigen, Symptome haben, die zu Ihnen kommen. Es gibt im Grunde genommen zwei grundsätzliche Motivatoren. Das eine ist, Stress zu haben. Wir merken, dass wir die Veränderungsgeschwindigkeit, die Lerngeschwindigkeit nicht hinbekommen. Zitat eines Managers aus einer Corporate Function: Wenn wir noch dabei sind, die Meeting-Ergebnisse zu dokumentieren und abzulegen, sind die Kollegen aus dem Startup, das wir kennengelernt, schon mitten in der Umsetzung. Und wir kriegen es nicht hin. Wie können wir anders zusammenarbeiten? Und die zweite Frage ist, und das bezieht sich sehr auf dieses Bild von die einen treiben und die anderen werden getrieben, wie können wir Formen bauen, wo Menschen, und du hast das ja wunderschön auch gerade erzählt aus deiner Organisation, wo Menschen sagen, ich will hier beitragen. Zum Beispiel Mitarbeiter gefragt, warum macht es für dich Sinn, tagtäglich in diese Firma zu kommen? Es ist unglaublich, was diese Menschen für Geschichten erzählen, was sie motiviert, in der Früh aufzustehen. Und das ist nicht der Paycheck. Das ist, glaube ich, keine Frage, sondern ein Kommentar. Genau, also ich fand die Frage von Ihnen jetzt gerade super spannend, was man machen kann, damit Menschen, die weniger gute Startbedingungen hatten, vor allem im Hinblick auf Ausbildung, machen können, um trotzdem in der gegenwärtigen Welt zufrieden, glücklich und auch einkommenstechnisch gut versorgt zu sein. Und da haben wir eine gerade laufende Studie und die ist super spannend. Es zeigt sich nämlich, dass Ausbildung in der Tat, je höher ich gebildet bin, desto mehr werde ich verdienen und desto zufriedener bin ich mit meinem Leben. Aber Ausbildung kann eins zu eins ersetzt werden durch Gesundheit. Bin ich mental gesund und bin ich körperlich gesund, dann kann ich auch mein Einkommen steigern und auch glücklich sein. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Hebel, an dem man ansetzen kann, auch politisch gesehen, um da Menschen zu fördern, die einfach nicht das Glück hatten, von Anfang an gut gebildet zu sein. Und noch wichtig, mein Partner, meine Partnerin, Freund, Ehepartner, was auch immer, auch die sollten besser gesund sein, weil ich dann auch mehr verdienen werde und mich dann auch glücklicher fühle. Und ich glaube, da kann der Herr Professor Laluschek wahrscheinlich auch noch anknüpfen. Danke. Ich sehe im Moment jetzt keine Frage mehr, vielleicht damit zu einer Schlussrunde. Ich würde vielleicht aber gern noch zu dieser Frage mit der Angst zwei Worte sagen, weil es geht nicht nur um Beschleunigung, sondern diese Frage ist aus meiner Sicht eine zutiefst gesellschaftliche und damit politische Frage. Und das heißt für mich, keine Politik unterstützen, die vorsätzlich Angst in einer Gesellschaft schürt. Weil das hat Gründe und es gibt Profiteure davon.
Und das Zweite ist, auch mit denen, die scheinbar weniger Bildung und weniger was auch immer haben als wir, Solidarität leben und nicht nur davon reden. Und dann werden diese Menschen auch keine Angst haben brauchen. Und das, da geht es nicht nur um technische Fragen von Beschleunigung, sondern das sind zutiefst gesellschaftliche und politische Fragen. Ja, vielleicht für die, die sich selbstständig machen wollen, gebe ich dann schon den Tipp, nehmen Sie das Ganze aber auch nicht so ernst, so ein Unternehmen zu haben, vielleicht auch zu leiten, Wirtschaft, das ist nett, also ich vergleiche es nach 30 Jahren ein bisschen mit Monopoly, aber es ist nicht das einzige Leben, Sie haben ja schon andere Dinge, Sie haben sich selbst, Sie haben Beziehungen, Sie haben Partnerschaft, Sie haben vielleicht Kinder, Sie haben Umfeld, Sie haben Hobbys, also lassen Sie das Unternehmertum vielleicht nicht zu beherrschend in Ihrem Leben werden, weil dann könnte es schon einengend werden. Ich muss noch eine Sache auflösen, nämlich diese Uhr, nicht, dass jemand dann nach Hause geht und sagt, am Institut für KMU sind die Uhren kaputt. Ich habe das mitgebracht, das ist von einem Künstlertrio, Breaded Escalope, also panierte Schnitzel auf Deutsch. Die haben eine Uhr gebaut und die Uhr funktioniert tatsächlich, schaut nicht so aus. Aber Sie sehen da diese Kordel und ich ziehe die mal kurz. Und ich war total begeistert von diesem Objekt, weil das bringt so schön zum Ausdruck, wir können die Zeit nicht anhalten, sie schreitet voran, aber wir können mit ihr umgehen, auf eine ganz gewisse Art und Weise. Und ich kann mich entscheiden, wann ich zum Beispiel wissen muss, wie spät es ist. Ich kann entscheiden, wann ich bereit bin, erreichbar zu sein. Ich kann entscheiden, mir Auszeiten zu nehmen, um in die Reflexion zu gehen. Es geht um einen bewussten Umgang damit, auf der persönlichen Ebene, aber auch in den Organisationen. Und das, glaube ich, zahlt nochmal auf die Frage ein, bin ich selbst gesteuert oder fremd gesteuert? Und das ist ein massiver Stresstreiber. Meine Damen und Herren, ich soll jetzt irgendein Schlusswort halten. Das ist aber völlig unangemessen, jetzt ein umfangreiches, komplexes Thema in irgendwelchen Schlusswort zusammenzufassen. Ich möchte also Ihnen nur sagen, Sie haben jetzt verstanden, warum wir uns als Institut für KMU-Management mit diesem Thema beschäftigen. Wenn der geistige, körperliche Zustand der Unternehmerin und des Unternehmens hat eine ganz entscheidende Funktion für den Erfolg. Und die Zeit ist etwas, glaube ich, was Sie lernen müssen zu gestalten und was auch die Mitarbeiter lernen müssen, mit denen anders umzugehen. Ich sehe ein wesentliches Problem, das jetzt kann man als Universität sich immer auf die Stufe davor ausreden, dass in den Schulen dieses Gedankengut nicht vermittelt wird. Die Schulen funktionieren heute noch nach Geschäftsmodellen, die alle drei dieser Herren als obsolet wahrscheinlich bezeichnen wollen. Warum? Weil dort die Kinder den Umgang mit der Zeit nicht lernen. Da wird alles Mögliche fortgesetzt, aber die Grundstruktur nicht. Das Zweite, und das kam hier auch, die Frage der gesellschaftlichen und politischen Struktur. Solange es noch immer irgendwo Leute gibt, die irgendwo einen Klassenkampf zwischen Unternehmer und Mitarbeiter sehen, dann werden wir also ein Problem haben, das zu lösen. Das ist aber ganz interessant, dass es ja vor allem den Gewerkschaften, das ist jetzt keine Kritik, sondern nur eine Feststellung, die haben größte Probleme, mit diesen Strukturen umzugehen. Ja? Wo eben sagen Leute, Homeoffice, ganz andere Arbeitszeiten, und die beurteilen immer noch nach Zeiteinheiten und nicht nach Leistungen. So, genug damit. Die Einladung an Sie gilt, wenn Sie hier hinausgehen, in aller Ruhe, ja, hoffe ich, dass wir in der Lage waren, Sie geistig dort einzuklinken, dass Sie zu dem Thema Beschleunigung nachdenken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke fürs Kommen.